Ja, dieses Jahr ist es wieder soweit. Die IAA 2019 startet in wenigen Tagen und ich mache mich wieder auf den Weg nach Frankfurt. Und dies ist hier ein Rückblick auf die IAA 2017. Hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Virtus, und das ist Alexander Libera. Und wir sind heute auf der IAA unterwegs und wir sind auf der Suche nach Elektromobilität. Wir sind hier bei einem Interieurhersteller, bei einem Zulieferer, und hinter uns, da sehen wir, wie das Auto der Zukunft aussehen könnte, wenn der Mensch nicht mehr lenken muss, wenn man sich im Auto entspannen kann bei der Autofahrt. Wir sind hier bei Thunder Power, einem Hersteller aus Hongkong, der die Autos unter anderem in Katalonien produzieren will. Und das soll ein richtiger Tesla-Killer werden. Dieses Modell nennt sich Sedan, also es ist sozusagen ein Model S. Sedan, das ist die amerikanische Bezeichnung für Limousine. Und was hat die Firma Thunder zufälligerweise noch im Angebot? Nicht nur eine Limousine, sondern auch einen SUV. Was auffällt ist, er hat gegenläufige Türen und er hat ein riesen Dashboard, was im Prinzip funktioniert wie ein riesen iPad über die gesamte Fläche. Das ist schon beeindruckend, wenn sowas denn wirklich kommt und in Serie geht. Wie gesagt, 2020 sollen die Autos nach Europa kommen. Bei BMW gibt es ein Elektroauto, was man wirklich kaufen kann, und das gibt es schon länger. Das ist der BMW i3. BMW lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, hier ein Konzeptcar vorzustellen. Das soll in 3 bis 4 Jahren auf den Markt kommen. BMW setzt weiterhin auf die Plug-in-Technologie als Übergangstechnologie und nennt es Best of Both Worlds. Aber den vollelektrischen Dreier, den vermissen wir hier. Der sollte ja vorgestellt werden. Er ist nicht da, Alex. Nein, leider nein. Ja, Opel, wir sind hier vor dem Ampera E, der in Deutschland so sehnsüchtig erwartet wird. Aber da gibt es Probleme, man kann den gar nicht richtig bestellen. Oder wie sieht die Situation da aus, Alex? Absolut. Der Ampera E ist ja das Auto, worauf alle gewartet haben, mit einer langen Reichweite, Schnellladefunktion für den Massenmarkt und halt auch leistbar. Ja, es gibt leider Probleme. Ein Kontingent von ungefähr 400 Fahrzeugen sollte für Deutschland vorgehalten werden. Aber 400 Fahrzeuge für Deutschland, das ist doch nichts. Da braucht man doch kein Handbuch für vom Englischen ins Deutsche übersetzen, normalerweise. Da braucht man doch gar keinen Vertrieb aufbauen. 400 Autos, das sind zwei gute Autoverkäufer in Deutschland. Das lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Und du hast heute Morgen gelesen im Internet, das ist sowieso alles fraglich wegen der Übernahme von Citroën. Und aufgrund dessen geht man auch davon aus, dass dieses Kontingent von 400 Fahrzeugen auch gar nicht mehr gehalten wird. Das ist die Renault Zoe, die kennt ihr schon, und die hat eine Reichweite mittlerweile bis 400 Kilometer. Ja, hier haben wir den Hyundai Ioniq, die vollelektrische Variante. Wir sind hier jetzt bei Jaguar, und Jaguar stellt ein vollbatterieelektrisches Auto vor, den Jaguar I-Pace. Was sagst du dazu? Sieht absolut schick aus, ganz tolle Designelemente, und die technischen Daten hören sich auch echt gut an. Es ist ein Crossover, der soll 500 Kilometer plus Reichweite haben. Ich habe jetzt Herrn Neimann von der Firma Borgward hier vor dem Mikrofon. Wie geht's los in Deutschland? Wir fangen Ende des Jahres an im Vertrieb, weil wir 2019 dann anfangen mit Start of Production mit primär Elektrofahrzeugen, die dann auch in Bremen gebaut werden. Und Sie fangen jetzt an, das Werk in Bremen zu bauen, und das soll 2019 fertig sein. Und Sie fangen jetzt mit Verbrennungsmotoren an, um dann umzustellen oder einen großen Teil elektrisch zu produzieren. Dass wir jetzt mit den Verbrennungsmotoren anfangen, hängt damit zusammen, dass wir so eine große Nachfrage gehabt haben und auch von den Fans belagert worden sind und gesagt haben, wir geben diesen nach und erfüllen diesen Wunsch in einer limitierten Auflage, weil nach wie vor ist unser Ziel, primär mit Elektrofahrzeugen hier auf den Markt zu bringen.
Ja, das ist das erste Modell aus der ID-Reihe, soll 2020 kommen. Das hier ist jetzt der Bulli der Zukunft, aber der heißt nicht mehr Bulli oder VW-Bus, sondern... Ist jetzt ist der ID Buzz. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt kommt unser Fazit über die IAA 2017. Alex, was sagst du? Ja, wir haben viele spannende Sachen gesehen, ein Blick in die Zukunft. Viele Fahrzeuge, die 2020 kommen sollen, das wird wohl der Termin so sein, wo die Zukunft beginnt. Wir haben wenig E-Autos gesehen, die man jetzt schon kaufen kann. Und wenn, dann haben sie ganz lange Lieferzeit. Ja. Die Batterieproduktion kommt irgendwie nicht nach. Wir haben viele, vor allen Dingen bei den deutschen Herstellern, Plug-in-Hybride gesehen. Die setzen auf die Übergangstechnologie, ganz klar. Und ja, Konzeptcars. Was sagst du zu den Chinesen und Asiaten, die wir gesehen haben? Wir waren gar nicht bei allen. Nee, wir waren gar nicht bei allen. Auf der einen Seite finde ich das toll, dass die so groß aufgestellt sind und auch so viele Elektroautos anbieten. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz schön erschreckend. Also ich glaube, wir müssen ganz schön aufpassen. Die Chinesen und Asiaten kommen mit Macht auf den deutschen Markt und die haben Produkte, die sehen schon ziemlich gut aus. Und wahrscheinlich wird es so sein wie mit fast allen Produkten. Zuerst haben sie kopiert und danach irgendwann sind die immer besser und besser geworden. Und da muss die deutsche Industrie ganz schön aufpassen, wenn man sieht, wie gut die Borgwarts aussehen und was sie für einen Plan haben und wie die hier auftreten. Schafft die deutsche Autoindustrie den Sprung in die Zukunft und inwiefern kommen denn nun wirklich neue Hersteller hier auf den Markt, die man so früher gar nicht auf dem Schirm hatte, die es auch noch nicht gab. Ja, dann danke, dass ihr mit uns hier auf der IAA wart. Wir setzen uns jetzt in den Zug und fahren nach Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und seid auch morgen wieder dabei, wenn ein neuer Teil meiner Reihe 30 Tage, 30 Vlogs erscheint. Ihr dürft uns einen Daumen hoch geben, dürft uns abonnieren. Mein Name ist Dennis Wittus. Ich bin Alexander Libera. Bis dann und tschüss. Tschüss.